Hallo, da sind wir wieder mit Miku. Ich öffne das Schiebetür. Du hast das Schloss geöffnet. Wir haben alle Steine jetzt. Müssten wir zumindest haben. Wir haben 4 Steine eingesammelt. Aus diesen Schreinen hier. Oder Altaren. Wohl besser gesagt. Haben so ein bisschen fotografiert. Oh, wir kriegen sogar relativ gut Film jetzt wieder. Weil wir etwas nachforschen. Tatsächlich. Hier müsste mal der Herr Schieberich herkommen. Kai. Der könnte das dann hier wegschieben. Oh, jetzt sind es sogar 2, die mich angreifen. Das ist ja nett. Kommt hier hin. Hier kann ich wenigstens irgendwas. Hier kann ich wenigstens gegen euch kämpfen. Es ist eine voll die gute Stütze, immer wenn die labern. Ah, ganz leicht nur touchiert. Huch, hallo. Huch, Leute, Mädels. Mann, lass das nochmal mit dem festhauen. Ich mag das nicht. Seid ihr zu dritt? Oder ist die eine nur wahnsinnig schnell gerade? Nee, ihr seid zu zweit. Da sehen wir jetzt nochmal die ganzen Schreinmädenmodelle. Ah, ein bisschen zu früh. Nee, ich hab sie doch noch erwischt. 2-mal. Wir haben hier einmal... Das sind jetzt 2, die mit längeren Haaren. Lass mal stecken, Mädel. Yay, Zwillingsschlag. Nein, ah, oh, von hinten. Oh, ja, natürlich. Oh, oh. Ob wir das schaffen? Ich weiß ja nicht. Ich nehme auf jeden Fall meine Kräutermedizin. Vielleicht sollte ich gegen die auch mal ein bisschen meine, wer ist das? Langsamkeit benutzen. Lass doch mal stecken, Mädels. Mist. Das wissen müssen. Wir dürfen uns nicht zu lange auf eine konzentrieren. Weil dann die andere von irgendwo anders kommt. Macht Sinn. Ne? Einfach nur, weil ihr gerade beide da seid. Jetzt werden wir ja mal sehen, wie ich nicht wegrennen kann. Gerade habe ich es zumindest geschafft. Zwar ist unser Leben wieder mal auf Minimum. Auf dem Schreibtisch liegt eine offene Schriftrolle. Sie sieht schmutzig aus. Ich kann kaum lesen, was draufsteht. Du kannst sie kaum lesen. Das heißt aber, du kannst sie lesen, oder? Na.
befindet sich ein Tintenstein und ordentlich gestapeltes Papier in der Schublade. Ich begreife langsam die Persönlichkeit des Besitzers. Ich weiß zwar nicht wie, aber... Okay. Da liegen viele Schriftrollen, aber es ist egal, was da für Schriftrollen sind scheinbar. Können wir runtergucken? Kamera, ich... Vielleicht sollten wir in den Funktionen... Oh, doppelt ist so teuer und der Stein ist auch so teuer. Ist alles teuer. Hilfsmittel. Es tut mir voll weh, die zu nehmen. Ich muss ehrlich sein. Also ich finde es total schade. Man kann hier nach unten gucken. Ah, es ist schlimm. Schlimm, da reinzugucken. Um ehrlich zu sein. Wir sind jetzt... Moment, wir sind von da oben gekommen. Da war nichts mehr. Das heißt, wir können dann hier einfach auf den Balkon. Hier waren wir noch nicht. Und ich habe auch ein dringendes Bedürfnis, noch eine Sache nachzugucken. Jetzt sind wir mega langsam gerade. Und zwar gab es bei Ray, gab es ja direkt am Anfang noch, glaube ich, etwas, wo ich eventuell rein kann. Und da werde ich jetzt noch hinlaufen, bevor ich jetzt irgendwelche Steine einsetze. Wenigstens weiß ich noch, wo ich sie einsetzen muss. Ich laufe nur kurz zu dem Speicherpunkt. Ich dachte, ich muss jetzt ganz anders laufen, dass ich nochmal da vorbeikomme, wo ich... war, aber dem ist überhaupt nicht so. So. Blöd, dass wir an den kleinen Mädchen so viel Lebenspunkte verloren haben. Ich wünschte, ich könnte mich nicht die Kamera verbessern. Ich wünschte, ich könnte mich verbessern, dass ich mehr aushalte, so bessere Panzerung oder Immunität gegen Geisterangriffe oder sowas. Das wäre richtig cool. Aber leider ist dem nicht so. Das ist zu bedauern. Ist das zu bedauern. So, jetzt laufen wir. Ihr wisst schon, wohin. Ich bin gespannt. Da hinten waren wir ja schon. Es sei denn, es ist verschlossen. Aber momentan ist hier nichts mehr verschlossen. Deswegen können wir hier überall reinlaufen. Boah, ey. Diese... Oh. Oh oh. Oh oh. 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 Ah. Die. Oh, hallo. Ich habe niemanden umgebracht. Ich hasse das, wenn mir das vorgeworfen wird. Oh, ich dachte, es wäre gerade... Wisst ihr, was ich dachte, wer das ist? Ich dachte, es wäre die... Die tätowierte Frau, dachte ich, wäre das. Ah, fuck. Ah, voll die falschen Knöpfe ständig gedrückt. Ich wollte einfach nur weglaufen gerade.
Zählt das noch? Nein, natürlich nicht. Okay, diesmal... Oh. Hilfe! Finger weg! Finger weg! Na! Es ist schlimm, es ist ganz oft schlimm, dass Dreieck bei mir so schwerfällig ist. Okay, Mädel. Okay. Sorry, Geister, Leute. Es tut mir echt leid mit wegen euch. Für euch tut es mir vor allem leid, nicht wegen euch. So, ja, hier war das mit dieser Pfeil. Gekerbter Pfeil, genau. Boah. Und ich muss sagen, die Energie hier, die lädt gar nicht so schnell auf, dass ich das überhaupt richtig nutzen kann. Wie viele Punkte habe ich denn gerade? Wie viele Punkte habe ich? Ach da, 1500. Zeigt Geisterkraft-Ladungsstand an und von Ladungen abhängige Kamera Reichweite. Ich steigere mal das. Vielleicht ist das dann besser oder leichter, Fotos zu machen. Ich weiß es nicht. Bis jetzt schaffe ich es ja nicht mal, die wirklich so krass aufzuladen, die Sachen. Das ist ein Bereich mit ein paar Gläsern nahe am Boden. Es ist dunkel und ich kann darin kaum etwas erkennen. Ach, du kannst da gar nicht reinkriechen. Das ist jetzt verwirrend. Ich dachte, wir könnten. Das ist der einzige Grund, warum ich jetzt den ganzen scheiß Weg zurückgelaufen bin. Menno. Nicht um mich hier zu gruseln und so weiter. Darauf kann ich getrost verzichten. Na, scheinbar werden wir jetzt hier nochmal eine Runde laufen. Weiß gerade nicht, ob ich das euch auch noch weiterhin zeigen soll oder nicht. Ich laufe hier meistens einfach nur rum, um noch ein paar Sachen einzusammeln. Ich glaube, hier komme ich überhaupt nie wieder durch. So, dass die Tür klemmt, die geht nie wieder auf. Vor allem, die sagt auch nichts mehr dazu. Sie ist leer, offenbar. Irgendeine Sammlung, irgendwas. Ah, hier ist was. Da glänzt etwas. Film. Ah, immerhin. Momentan hätte ich zwar wieder gerne lieber Kräutermedizin, aber... Naja. Hier ist es tatsächlich so in dem Spiel. Und ich bin mir nicht sicher, wie sehr man das beeinflussen kann. Aber entweder man rauscht hier wirklich durch, rennt an den ganzen Feinden vorbei und stellt sich dann im letzten Kampf mit jetzt nicht sonderlich guten Mitteln. Oder man lässt sich Zeit, sammelt so viel ein wie möglich,
knipst ganz viele Geister, um sehr viel, um die Kamera zu verbessern. Aber man braucht dafür wesentlich länger. Und ich glaube, das mit der Zeit äußert sich ja dann auch im Spiel. Deswegen weiß ich gerade nicht, wie gut oder schlecht das dann ist, hier wirklich rumzulaufen. Ich werde das in der Folge nichtsdestotrotz noch ein bisschen machen, aber auch nur ein bisschen. Sagte er und machte es dann durchgehend, nichts anderes. Weil ich weiß auch nicht, ob hier es überhaupt noch was gibt. Diese arme Frau. Mit ihrer Familie. Oh, die Atmosphäre. Die Schatten. Ihr seht es ja selbst. Also, wenn wir etwas tun, gut tun können, dann ist es Punkte sammeln. Mist. Okay. Okay. Mist. Zu niedrig. Oh Mann. Einmal ein bisschen schlampig fotografiert und dann ist man schon halb tot. Ja, das bleibt mir anders übrig, weil die macht mir so viel Schaden, dass ich da nicht sehr viel dagegen machen kann. Dieses Schlaflied, dieses unglaublich creepige Schlaflied. Diese unglaublich creepige Puppe kommt natürlich noch erschwerend hinzu. Also hier war es zu erwarten, dass wir gegen die hier kämpfen. Aber hier ist eigentlich nichts zu finden mehr. Ich glaube, dass diesen Ort kann ich an sich streichen von der Liste. Wenn es was zu entdecken gibt, ist es nicht hier. Was bleibt uns jetzt hier noch großartig übrig? Leider ist in den Truhen hier nach einmal auch nichts mehr drin. Okay. Jetzt können wir hier durch. Nee, da liegt nichts.
Es wäre ja möglich gewesen, dass da was liegt. Jetzt sind wir, glaube ich, das erste Mal mit Mikro auf dem Dach hier. Ich ärgere mich ein bisschen darüber, dass wir hier nicht sonderlich viel... Ach, guckt mal. Das sehe ich ja jetzt zum ersten Mal, dass da unten ja auch eine Tür ist. Wie kommt man da hin? Kommt man da überhaupt hin? Können wir mit Mikro über durch den Dachboden eigentlich? Das wüsste ich noch gerne. Es gibt einen Spalt in den Bodenbrettern, aber etwas verschließt ihn und ich kann ihn nicht öffnen. Vielleicht führt er zu einem weiteren Stockwerk und... Ja, es ist ganz schön windig hier. Ist nicht so, dass ich den Kampf meide, nur sehe ich den Sinn nicht darin. So, ich gehe jetzt hier nochmal rein. Und dann beendige ich auch die Folge. Es ist nämlich schon wieder Zeit. Ich weiß, in dieser Folge ist überhaupt nichts passiert. Es tut mir auch wahnsinnig leid. Aber es bringt auch, glaube ich, hier nicht so viel wie in den Teilen davor, gründlich rumzulaufen und zu suchen. So, ich beende es. Danke fürs Einschalten. Beim nächsten Mal werden wir das auf jeden Fall hier, ne, da rumlaufen. Und ich weiß ja nicht, ich glaube, euch interessieren diese Geisterkämpfe auch nicht sonderlich, wenn sie jetzt nicht hier irgendwas Neues ist. Deswegen würde ich sagen, ich schaue mir nochmal die Räume an. Und wenn ich irgendwas finde, dann werde ich es euch sehen lassen. Ansonsten sehen wir uns quasi kurz bevor wir wieder in den Schacht kriechen, um zu der Vertiefung zu kommen. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.